Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. In den letzten Tagen wurde intensiv über eine Apple Keynote im März spekuliert. Nun scheint das Geheimnis gelüftet zu sein. Wann Apple die Keynote stattfinden wird, das erfahrt ihr in diesem Video. Viel Spaß! John Baschkowski von BuzzFeed meldet sich zu Wort und spricht davon, dass Apple den Termin für die März-Keynote festgelegt hat. Aus zuverlässiger Quelle hat Peschkowski erfahren, dass die Apple Keynote am 25. März im Steve Jobs Theater auf dem Gelände des Apple Parks stattfinden wird. Im Mittelpunkt des Events wird ein Zeitschriften- bzw. Zeitungsabonnement stehen. Nach der Übernahme von Textur war dies nur eine Frage der Zeit. Es ist unwahrscheinlich, dass Apple eine neue AirPods-Generation oder ein neues iPad Mini vorstellen wird. Das Event wird sich auf Abo-Services konzentrieren. Nähere Informationen sind derzeit nicht bekannt. Fraglich ist, ob Apple nur eine Zeitungs- bzw. Zeitschriften-Flatrate präsentieren wird oder ob auch ein Video-Streaming-Dienst im Fokus steht. Auch Apple Videos soll im Laufe des Jahres starten. Zuletzt hieß es, dass Apple Partner über den Start informiert haben soll und sich diese auf den Start einstellen soll. Zwei Abo-Dienste könnte Apple somit in den kommenden Monaten präsentieren. Zu einem Pauschalpreis von je rund $10 monatlich könnten Anwender vollen Zugriff auf die Inhalte bekommen. Denkbar wäre aber auch, dass Apple Original-Videoinhalte für Kunden kostenfrei über die TV-App bereitstellt. So handhabt es Apple bereits mit der Carpool Karaoke. Peschkowski spricht davon, dass es unwahrscheinlich ist, dass Apple neue AirPods 2 sowie ein iPad Mini 5 präsentiert. Denkbar wäre allerdings ein iPod-Ladecase, ein neues Einsteiger-iPad sowie AirPower. Allerdings scheint der Fokus des Events eher auf Services und nicht auf Hardware zu liegen. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass wenn sich Peschkowski so weit aus dem Fenster lehnt, er regelmäßig recht behalten soll. Er hat mehrfach seine sehr guten Kontakte zu Apple nachgewiesen. Der 25. März sollte also schon mal rot im Kalender markiert werden. Bereits in den letzten Jahren hat Apple mehrfach zum März-Event geladen. Dies wird sich 2019 also wohl fortsetzen. Sollte Apple doch Hardware im Petto haben, so könnte diese bereits am 29. März in den Handel kommen. Ja, das war's auch schon wieder von diesem Video. Was erwartet ihr? Wird in dieser Apple Keynote vorgestellt? Gibt's irgendwas, worauf ihr euch sehr freut oder was ihr sehnlichst erwartet? Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen. Lasst gerne ein Abo da und auch einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Und ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Bis dahin. Ciao.